Ein Zeuge des deutschen Wirtschaftswunders ist der kleine Lloyd 600. Die Deutschen haben in den 50er Jahren gerade die Freude am Leben wieder für sich entdeckt. In die Wohnung muss ein modernes Nierentischchen, vor das Haus ein bezahlbares Fahrzeug. Damit ist man Herr über Zeit und Raum, frei und losgelöst von Fahrplänen und Strecken. Karl Borgwardt hatte Hansa Lloyd 1929 übernommen und führte auch nach dem Zweiten Weltkrieg das Unternehmen weiter. Auf der IAA in Frankfurt 1955 war es dann soweit. Der erste Viertakter wurde präsentiert. Es war der äußerst erfolgreiche Lloyd LP 600, der schon 1956 35.329 Mal verkauft wurde. Unter der Stahlblechhaube saß jetzt der neue 600er Motor. Ein Zweizylinder-Twin mit 19 PS und er glänzte mit einer oben liegenden Nockenwelle und hängenden Ventilen. Aus versicherungstechnischen Gründen beließ man es bei 19 PS, auch wenn vor allem von den Kombifahrern eine stärkere Auslegung gewünscht war. Immerhin schaffte es der Kleine auf 100 Kilometer pro Stunde, auch wenn man dazu eine ganze Minute brauchte. Bei normaler Fahrt war der Lloyd 600 mit seinem Durchschnittsverbrauch von 7 Litern auf 100 Kilometer sogar ein bisschen sparsamer als der VW Käfer. Die Innenausstattung war praktisch und einfach. Für das Gepäck gab es zwar beim Lloyd 600 durch die pontonartige Form genügend Platz, aber der Kofferraum war nur über Fahrer- oder Beifahrertüre zugänglich. Die Blinker waren vorne und hinten jetzt auf den Kotflügeln. Ab 1957 wurde der LP 600 in einer weiteren verbesserten Version als Alexander und später als Alexander TS produziert.